Herr Bulke, China hat im dritten Quartal enttäuscht und ist unter den Erwartungen geblieben. Was waren die Hauptgründe? Das hat erst mit dem Umfeld zu tun. Wachstum in China hat sich reduziert. Aber die strukturelle Konditionen sind da für Wachstum. Das ist, was wir spielen. Also mit anderen Worten, China hat überhaupt für uns nicht an Wichtigkeit verloren. In vielen Ländern wurden die Konjunkturprognosen nach unten korrigiert. Wird Nestle das im vierten Quartal zu spüren bekommen? Gucken Sie, das ist, was wir jetzt hören. Überall Wachstum geht unter, immerhin. Es ist vorgesehen 3% Wachstum, 2,8, 3,5. Das ist noch immer Wachstum. Und wir verkaufen keine GDPs. Wir verkaufen Produkte, die die Leute brauchen, und das ist, was wir tun. Ist der Markenverkauf abgeschlossen oder geht das noch weiter? Nein, das hat mit einer speziellen Situation in Deutschland zu tun, wo wir diese zwei Marken wirklich unter Druck stehen, Margendruck und auch Wachstumdruck. Aber das ist etwas, das wir immer getan haben. Wir haben immer unser Portfolio angeguckt. Jetzt sind wir ein bisschen intensiver drauf, um zu gucken, was wirklich nicht stimmt strategisch oder was auch keine profitable Wachstum vorsieht in der Zukunft. So mit anderen Worten, das sind Dinge, die wir auch immer gemacht haben, machen wir weiter mit ein bisschen mehr Intensität. Sagen Sie was zu den Rohstoffpreisen. Der Kakao und Kaffee sind etwas von den Preisen gestiegen. Inwieweit haben Sie sich diese Rohstoffpreisentwicklung im dritten Quartal ausgewirkt? Na, gucken Sie, wir haben das Vorteil, dass wir wirklich mit Kakao zu tun haben, Kaffee zu tun. Milch ist unten gekommen. Jede Kategorie muss seinen Preis anpassen an spezifische Rohstoff. Aber generell haben wir eine relative Stabilität, weil einige gehen oben, andere gehen unten. Klar ist, Kakao und Kaffee sind nach oben. Welche Regionen werden weiter im Fokus stehen für Investitionen? Klar ist, dass in China einige Investitionen sind langfristig, so wie die Milchbereiche und die Milchfarms und Experimenten zusammen mit der Regierung. Wir investieren auch in Europa. Wir investieren in der Schweiz, in Romont, werden wir in ein paar Monaten die Romont Nespresso, das Nespresso-Werk einweihen. So mit anderen Worten, Investitionen haben wir, wo wir glauben, dass wirklich die Opportunitäten liegen. Wenn Sie auf das vierte Quartal schauen, was muss da an Wachstum noch zusätzlich hinzukommen zum Gegensatz zum dritten Quartal, damit Sie das Gesamtjahresziel organisches Wachstum von 5% halten können? Ja, sehen Sie, wir arbeiten nicht in Quartalen, nicht in Monaten, nicht in Minuten, nicht in Stunden. In dem vierten Quartal haben wir die richtigen Maßnahmen genommen, um wirklich da am Ende des Jahres rund 5% Wachstum zu liefern. So mit anderen Worten, wir sind zuversichtlich und vertrauen darauf.